Ja, hallo liebe Zuschauer. Heute gibt es mal wieder Unboxing auf dem Sabbelsaurus. Und zwar Stratos von den Motu Origins. Ja. Und ob wir auf dieser Figur fliegen, das werdet ihr sehen. Das erwartet in den nächsten Minuten. Genau. Ja. Sehr interessant erst einmal. Es ist ein Blue-Wing Stratos. Ich muss ja echt sagen, Rot und Grau finde ich zum Beispiel besser als Grau und Blau. Obwohl auch Grau und Blau, je nachdem, recht nice zusammenpasst. Aber gut, gucken wir uns das Ganze mal etwas genauer an. Ja, ihr seht hier, die Figur kommt auf Standardkarte, recht unspektakulär verpackt. Interessant wird es erst hinten, denn hinten haben wir wieder mal ein wunderschönes Artwork. Genau. Wir haben die anderen Figuren aus der vierten Wave beworben und dazu natürlich noch Skeletor und He-Man. Ja, ansonsten halt eben, klar, Stratos, Hordak, Triclops und Ninior. Und wir haben hier mal wieder die Abbildung da, was man an Action-Features bei ihm hat, was nicht unbedingt wirklich großartig viel ist, denn ja, man kann die Flügel dran montieren und der Charakter kann fliegen. Ja, was Der haben wir? Charakter, nicht die Figur. Ja, genau. Aber ich glaube, das war auch so eingebaut damals, dass die Flügel auch nicht dran waren, dass die immerhin in der Verpackung lagen, in den 80ern. Ja. Wobei die Flügel, Glaube dahinter ich. sind Ich sie. glaube zumindest. Ja, es sieht schon so aus, als wenn die Flügel hier nicht zur Seite bewegbar wären. Aber gut, das schauen wir uns mal im Einzelnen an. Ja, soll ich mal aufschneiden oder Ja, was? bitte, mach ihn ruhig kaputt. Kam übrigens hier von Amazon so bei mir an. Du Also tust das das ist, Messer kaputt. na toll. Hier war es wieder heile, warte. Na, das war's abgebrochen. Herzlich willkommen bei Wie repariere ich ein Messer? Das ist jetzt doof. Ja. Ja, da ist was abgebrochen. Aber es geht, glaube ich, auch so. Wer muss es wieder aufräumen? Deine Frau? So. Mal gucken, wie das denn so eingepackt ist hier mit diesem Mini-Comic. Ob das wieder. Das letzte war zerrissen. Ja, ne? Aber das Ja, hier Minicomic klebt es auch schon wieder leicht dran. Ich sehe es schon hier. reißt einfach kaputt. Okay. Komm, dann brauchen wir das Messer nicht. Ah, hier wieder Berserker hier. So, Mini-Comic und oh, Beschreibung. mit Beschreibung. Neu allerdings ist eine Beschreibung dabei. Steht auch auf Deutsch. Teile abnehmen und austauschen steht da drauf. Ja. Ah, ja, cool. Halt, nein, die spielen da falsch mit. Die So, du. Frage für mich ist einfach, warum macht man das nicht hinten auf als Feature quasi mit dabei? Weil gerade bei Figuren, die nicht so viel haben wie halt im Stratos an Action-Features oder sonst was, wäre das doch eigentlich die richtige Sache, dass man da Mix und Match machen kann bis zum Abwinken. Aber Wollen wir uns naja. erstmal das Comic angucken? Ja, Das wir scheint gucken ja neu uns. zu sein, ne? Das Comic ist neu, hatten wir allerdings schon im Ach so, Hordak-Video stimmt. eindringlich besprochen. Könnt ihr euch da gerne mal angucken. Also, es ist so, dass Ninior im Auftrag von Skeletor den Staff of Avian klaut, dann aber selber die Avionia befehligen möchte. Warum haben sie den denn eigentlich wieder nicht dazu gepackt? Ja, das ist eine gute Frage. Warum haben sie Ninior nicht dabei gepackt? Ja!
So ein Skandal. So, und dann kommt irgendwie Hordak noch dazwischen. Das Ganze ist natürlich mal wieder ohne Sprechblasen. Ey, warum packen die nicht einfach das Englische? Ich finde das total gut. Ja. Natürlich können He-Man und Stratos dann hier den Tag retten, nehmen dann auch Ninjor und Skeletor den Staff of Avian weg. Ja, und alles ist wieder gut. Was man allerdings sagen muss, ist, dass Snake Mountain hier ziemlich komisch rüberkommt. Und zwar sieht das hier so aus wie Evil Seed. Ja, ihr guckt mit diesen Zacken da oben dran. Ja, das sieht etwas merkwürdig aus. Naja, guckt euch einfach mal euer Comic an. Letzte Seite hier sieht ein bisschen merkwürdig aus. Trotzdem schön gezeichnet, kann man so natürlich nichts gegen sagen. Leider natürlich schade, dass wir da nicht zu jeder Figur einen eigenen Minicomic bekommen. So, jetzt können wir das Messer kurz gebrauchen. Achso, ich dachte, du schneidest mir hier mal. Achso, ja, ich könnte dir auch einen ritzen. Ja, nochmal bitte. So. Also wie die eingepackt sind, das brauchen wir euch ja nicht zeigen, weil es ist immer das Gleiche. Achso, nur falls ihr euch fragt, für... Ich will immer noch so machen. Weil es geht nicht mehr. Nee. Die haben kein Bauchgelenk mehr. Kein Brustgelenk. Also nur für die, die sich fragen, ja, wir haben beide einen Corona-Schnelltest gemacht und die waren negativ, bevor wir hier angefangen haben. So. So. Ja, Stratos, ne? Aber hellgrauer als früher. Ja. Ne? Ich habe leider kein Vintage hier, dass man den vergleichen kann. Ist ein bisschen schade, aber gut. Gehören die nicht andersrum? Nein. Okay. Vielleicht kann man sie auch andersrum machen. Können wir mal gucken. Also die gehen auf jeden Fall leicht drauf und leicht wieder ab. Ja. Das Material hier, das erinnert mich so ein bisschen von den Flügeln. Kennt ihr diese Plastikfrösche, wo man hinten so draufdrücken konnte? Das war so ein Spiel und dann sind die so gehüpft. Hat es in der Mitte wie so ein Teich und das waren so ganz viele bunte kleine Plastikfrösche und die hatten hinten so einen Schnibbel dran. Mhm, ja. Und wenn du dann da so drauf gedrückt hast, dann sind die so pop. So fühlt sich das ein bisschen an. Ja, kann man auch andersrum machen, aber sieht dann nicht so schön aus. Stimmt. Hat er recht. Das macht ihn auch nicht schöner. Ja, es tut mir ja leid. Es ist halt nur Stratos. Wobei Stratos ist ja eigentlich, ist ja ganz cool irgendwie vom Charakter her, aber die Figur ist halt nicht so der Bringer. Aber man kann ihn nun endlich auch so. Gut, konnte man bei den Classics auch, also. Obwohl, hier sieht das irgendwie ein bisschen cooler aus. Auf jeden Fall von der... Ja, also gut, posen kann man die sowieso besser als die Vintage. Das ist ja ganz klar, ne? Da natürlich. Ist das dann bei Stratos. Ja, doch, es sieht ganz gut aus. Also das Blau ist heller als damals. Mhm. Das Jetpack und der Helm auch. Und definitiv das Fell. Wobei ich sagen muss, das hat sogar was, dass es nicht ganz so brachial dunkel ist, wie zum Beispiel beim Classic. Es macht das ein bisschen freundlicher irgendwie. Es bricht das Ganze irgendwo ein bisschen auf. Wobei natürlich schade ist, dass man hier nicht mit einem Wash oder so die Details akzentuiert hat. Aber gut. Ja. Natürlich sind die Teile wiederverwertet, ne, von Beastman. Ja. Aber er hat immer noch seine komischen Sockenfüße hier. Das finde ich immer so ein bisschen, das ist bei Stratos echt seltsam. Ja, es passt einfach nicht. Nee. Und dass sie das immer wieder so machen, ne? Okay, ja, es soll ja so aussehen. Ne? Ja.
Obwohl in den... Es ist wirklich ein bisschen... Comics? Warte mal, ich weiß nicht, ob er hier irgendwo die Füße von Stratos sieht. Niemals. Da, da sieht man's. Aber auch nur so leicht angedeutet. Ja, sieht auch eher aus wie Pushen. Der Stratos ist Herr von Avian, wenn der da so sitzt mit seinem Mantel, mit seinem Bademantel und seinem Pushen und dann. Ach komm, jetzt, ich will ich irgendwie mussten hier pushen. Ich habe jetzt keine Lust, mir noch Schuhe anzuziehen. So, jetzt gehen wir mal etwas genauer drauf ein. Hier seht ihr ihn. Wunderschön. Man sieht sofort, dass das heller ist. Es ist ein anderer Ton als wie beim Vintage. Ich glaube wirklich, der Vintage ist etwas dunkler. Ja, ne? Die sind ja alle ein bisschen dunkler, ne? Ja. Da muss ich aber auch sagen, dass mir das beim Stratos jetzt auch nicht so doll, dass mich das da jetzt auch nicht so stört, muss ich tatsächlich sagen. Der Jetpack, der scheint... Der hier vorne haben wir wieder diese... Der war ja auch mehr so weinrot. Das, so das Rote bei den Vintage. Ihr seht, der Jetpack ist nicht abnehmbar, obwohl man vielleicht hier drauf kommen könnte. Natürlich alle Teile wieder abnehmbar, klar. Die Flügel sind ganz einfach drauf zu klicken, hier. So. Die sind hier offen. Wobei natürlich die Frage ist, warum hat man sich hier nicht das ganz einfach gemacht, indem man dieses Feature hier mit der abnehmbaren Hand genutzt hat, dass man ihn dann so drüber schieben kann. Aber gut, ist nicht wirklich schlimm, weil das Material ist wirklich fest, aber biegbar und ja, bringt somit soweit alles mit. Hier vorne wieder dieser Verschluss, wie damals. Ich find's nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Verschluss einfach zu sehr zu sehen ist. Aber gut, es soll ja so sein. Also von daher kann man da eigentlich auch nicht drüber die meckern. Die sind ja auch früher immer gerne abgerissen. Mal gucken, wie das mit denen jetzt ist. Ja, genau, das ist nämlich das Problem. Hier den Stempel, schön versteckt hier hinten. Hätte man natürlich auch hier unten machen können irgendwo. Aber gut, ja, auch hier steht ja schon wieder was drauf. Es muss überall drauf sein. Ja. Steht hier, da Sweet Condor oder was? Hier haben wir einen schönen kleinen blauen Punkt. Toll. Den kriegt man ja weg. Der Helm. Jetzt ist er weg, der Punkt. Also auf der einen Seite ist es natürlich schön, dass man den Kopf jetzt hier überall drauf machen kann und das Ganze wirklich wirkt wie ein Helm. Und nicht direkt wie ein Kopf. Aber es ist mir einfach zu abgehackt. Ich weiß es nicht. Das ist am schönsten finde ich das immer noch beim Loyal Subject gemacht. Das ist für mich der schönste Stratos-Kopf. Der hat einfach irgendwas. Stimmt, ja. Ja, sonst soweit wie gehabt. Knie abnehmbar. Nee, Knie nicht. Quatsch. Die Beine. Oh, geht doch ab. Füße, nee, wie, was war denn abnehmbar? Ja, die ja. Unterschenkel. Hier, die das sieht man nur nicht, weil der keine Stiefel anhat. Okay, stimmt. Ja, keine Unterschenkel, die man abnehmen kann, obwohl hier kann man die Füße abmachen. Naja, die meine ich ja. Ja. Die Stiefel eigentlich. Die, also wenn, jetzt kann man ihm Stiefel anziehen. Gute Idee. Oder die Füße tauschen. Auch nicht gut. So. Ja, kann man also einigermaßen viel Schabernack mittreiben. Bisschen hässlich sind hier die Gelenke. Sind wirklich ekelhaft sichtbar zu sehen. Ist leider schade. Genauso wie hier hinten. Also, ja, das ist, das wird sich natürlich jetzt durch die gesamte Serie durchziehen. Ja. Ne? Ist halt so, ne? Ist hier ist besser halt, gelöst, aber. Ist ja halt nicht nur Stratos, der so, sowas hat. Ja, der Jan hat gerade auch mal etwas bemerkt. Qualitätstechnisch, soweit eigentlich eine ganz gute Figur, aber
Du hast es erklärt selbst. Ja, genau, hier habe ich gerade gesehen. Hier am Helm. Ja, wenn ich das jetzt dahin halte, dann wird man es wahrscheinlich eh nicht sehen. Wir zoomen ran, soweit es geht. So ein Riss drin im Helm. Du hast so einen Riss im Plätzchen. Ja. Ja, wäre das jetzt eine teurere Figur? Ja. Ich komisch, ich weiß gar nicht, wie das geht, weil das ist ja eigentlich ein weiches Material. Wenn man da noch guckt, das sieht man, glaube ich, sogar von innen. Ja, es ist ein kleiner Riss, es ist ein Haarriss, aber der geht schon so von da bis hier oben durch. Pst. Doch, jetzt sieht man es da. Ja, ist zwar, es ist nur hinten dran am Helm, aber es ist schon für eine neue Figur ärgerlich. Jo. Ja. Ansonsten, ja, ist ja ganz in Ordnung, muss ich doch sagen. Wird auch gerade erst an die Leute ausgeliefert. Hordak haben jetzt, glaube ich, viele bekommen. Ja, Nino ist noch schwer zu bekommen. Ja, vielleicht ist ja der Stefan Avian bei Nino dabei. Ja, wahrscheinlich eher nicht, aber. Nee, ist nicht dabei. Ja. Also, die hätten die immer ruhig mal wieder was dazu packen können. Ich weiß immer nicht, warum die das bei Stratos. Ja, es war damals nicht so, ja, aber es ist doch ein bisschen doof. Ja. Es ist doch irgendwie ein bisschen doof. Ja, kommen wir mal zum Fazit. Was sagst du zur Figur? Ja. Ist in Ordnung. Kann ich auch nur sagen. Es ist halt Stratos. Stratos ist nie einer meiner absoluten Lieblinge gewesen. Es ist vom ganzen Typus her eine Figur, die ist okay. Ja, das war's also auch wieder mit diesem Unboxing-Video. Schreibt uns doch gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Wie findet ihr Stratos bei den Origins? Dein Fazit fällt normal aus. Meins auch. Ist halt nicht mein Lieblingscharakter. Aber ja, und bis auf diesen wirklich schäbigen Riss hier hinten ist das eine ganz normale, gute, solide Figur. Ja. Kann man auf jeden Fall sich in die Sammlung stellen. Oder hinhängen. Dann fliegt er. Oder hinhängen.